Ich möchte das gar nicht Mode nennen, weil es ist für mich Bekleidung. Mode hat vielleicht noch eine andere Funktion. Ich bin super interessiert an Körper, an männlichen und weiblichen Körpern an sich und beobachte super gerne, wie Menschen mit Körpern umgehen, wie sie sich sozusagen kleiden, wie sie eigentlich durch die Wahl ihrer Bekleidung sofort kommunizieren, es ist ja auch eine Sprache, weil sie mir damit kommunizieren, wie sie sich heute fühlen, welchen Teil möchten sie verbergen, welchen möchten sie zeigen. Meine Philosophie oder mein Lebensentwurf ist einer, wo es eben keine großen Unterschiede gibt zwischen Mann und Frau. Es gibt sie, das können wir überhaupt nicht, das können wir auch nicht einfach so wegwischen, aber wo es erlaubt ist, eben zwischen Mann und Frau hin und her zu fließen. Und das soll eben meine Kollektion ausdrücken. Schwarz ist für mich eine sehr, sehr elegante Farbe. Es ist für mich wie ein wunderschöner Bilderrahmen für ein Gemälde und ein Gesicht. Man zieht sich eine Uniform an, um zu kämpfen, wofür auch immer. Krieg heißt nicht, mit Waffen gegeneinander loszugehen. Kriege führt man auch in Beziehungen, in Freundschaften, in, weiß ich nicht, auf der Arbeit. Es ist immer Kampf. Uniform heißt aber natürlich auch gleich Uniformität, Gleichheit, alles gleich, gleiche Perücke. Soll aber nicht suggerieren, sozusagen, dass ich möchte, dass alle gleich aussehen. Also es ist natürlich auch ein Spiel, es ist eine Provokation, weil ich will alles andere, dass alle so aussehen wie ich.